Hallöchen! Und da bin ich wieder und dann geht's auch direkt weiter. Und zwar mit Asterix und Obelix und Edefix dem Herrn hier. Du bist noch ganz? Das ist wirklich beeindruckend. Dieser große Raum ist eine Kampftrainingshalle. Wir sind jetzt hier eingeschlossen. Ich kann die Tür erst öffnen, wenn alle Römer verschwunden sind. Viel Glück. Viel Glück. Und hier erstmals bodenlose Gruben, in die wir reingestoßen werden können. Da müssen wir aufpassen. Also es sind glaube ich eher Lavagruben. Aber ich muss aufpassen. Will ich natürlich nicht da reingestoßen werden. Ah, und ich werde nicht reingestoßen. Easy. Oh, haben wir das geschafft? Gucken wir doch direkt mal nach, was in diesem Räumchen hier ist. Oh, cool. Gute Sache. Mal 7 von 18 haben wir schon. Das ist noch nicht die Hälfte. Na, mein Bester. Na, war das Bravo? Herzlichen Glückwunsch! Das war ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Du lebst noch? Na, nicht mehr lange. Ich soll 20. Oh, komm so von hinten, hey. Ach komm. Aber wenn ich mich hier gerade ein bisschen dran erinnere, war der Kampf hier tatsächlich, ich glaube auch zum Teil recht nervig, weil die Gegner ewig gebraucht haben, teilweise zum Herkommen, aber das ist jetzt ja nicht mehr so. Einer nur noch übrig. Und wir haben noch ein Schild, ein schicken. Ach, guck mal hier, ich bin die ganze Zeit noch im Retro-Modus, hey. Gerne nicht mitgekriegt. Ja, weil das Spiel halt einfach so kenne. Das sieht jetzt ja auch gerade gar nicht so anders aus. Gut, das da funktioniert nicht. Okay, das funktioniert auch nicht. Nur das. Und das. Jetzt kann ich schieben. Haha. Asterix ist zu schwach für sowas. So, gibt es hier eigentlich irgendeinen Quatsch für Obelix? Nö. Nur diesen Stein. Achso, hier kann ich ja noch mit Obelix ein bisschen rumlaufen. Oder es halt bleiben lassen. So, euch ignoriere ich mal. Kommt her! Was? Macht die Löwen wie? Ist ja witzig.
Oh, was haben wir denn? Moment mal, da geht es weiter. Und hier ist noch eine kleine Side-Area, wo wir uns umgucken können. Ach, da haben wir auch den Informanten. Oder Geheimagent. Wie hat er sich bezeichnet? Ah. Der die ganzen Geheimnisse kennt von Rom und so, ne? Und sie jetzt verraten will. Und tralala. Ach komm, ich hab keine Lust, die ganzen Kisten zu zerdeppern. Ein bisschen frische Luft ist schon etwas Feines, nicht? Athen ist eine schöne Stadt, auch wenn viele Gefahren in ihr lauern. Von einem Abenteurer habe ich erfahren, dass mehrere Gallierinnen in einer Zelle eingesperrt sind. Von einer schrecklichen Kriegsmaschine bewacht, die unglaublich mächtig ist. So wird gemunkelt. Dummerweise konnte er mir nicht sagen, wo der Kerker sich befindet. Das weiß ich auch nicht, aber was ich weiß, ist, dass da draußen was im Wasser ist. Kann ich hier an der Seite lang? Nö. Die nehme ich noch mit. So, ihr blöden Römer, was wollt ihr eigentlich? Ihr könnt doch gar nichts, könnt ihr. Guck mal hier. Hui. Und hui. Und komm, noch ein paar von hier aus den Kisten. Nein, aus den Wildschweinen kommen keine Helme raus. Komm, die zerstöre ich noch. Und die. Und dann gehe ich wieder hoch. Schön, wie der Kerl da immer noch steht. Sonst läuft er doch immer gleich weg, wenn man fertig ist mit Reden. Und es hieß ja nicht mal, dass man hier was machen muss. Na, mehr wie 6 geht nicht. Okay. Mehr als 6 geht nicht. Und ich habe natürlich jetzt ein weniger. Ah, Mann. Habe ich jetzt eigentlich auch Helme abgezogen bekommen? Wie viel hatte ich denn? 8, Mann. Na gut, hier, die Dinge sind aber schon geöffnet, also würde ich sagen, dürfte doch eigentlich noch so sein. Und der Lauberkranz ist auch weg. So. Okay, ist mir jetzt relativ egal. Die da lasse ich links liegen. Oh Mann, 6 Helme hatten wir. Ja, und der Schilde. Und der ist natürlich jetzt auch weg, ne? Bah. Bah. Böse Kisten. Ihr seid dran schuld.
Kisten! Kisten! Kaputt hauen! Kisten! So, was ist denn das hier? Oh, hier muss ich doch mal kurz... Ah, es sieht halt einfach viel schöner aus. Das, Na, komm. Okay, da ist nichts. So. Okay, hier ist so ein Ding. Ah, nein! Ah, das ist ja echt bescheuert. Noch mehr von euch. So, jetzt aber gut. So, das dürfte dieses Ding da hinten aktivieren. So, aber... Asterix bringt mir da nichts ohne Fackel. Haha. Und das hat funktioniert. Aha. Da ist das Ding, das mir... Multiplikator gibt. Du wusstest doch, dass es da wenigstens einen gibt. Hatte eben schon so ein bisschen eine Ahnung, dass das hier sein muss. Aber ich kann mich erinnern, dass ich hier zum Teil... Huh, hat geklappt. Dass ich hier zum Teil diese Stämme nicht... weggeschoben habe, weil man einfach hier drumherum gehen konnte. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ob es noch funktioniert. Okay. Nee, wo wir gerade hier sind, gehen wir doch direkt den Hebel mal noch umlegen. Was gab es hier unter der Brücke denn damals? Ein Schild? Was darf ich das dritte Mal darüber springen? Yay! Mal gucken, ob es nochmal so gut klappt. Jo! Okay. Ja, in Musik haben es noch ein bisschen... mehr eingebaut. Oha. Boah. Okay. Nein, das kann ich mir nicht geben. Das ist mir zu laut. Da möchte ich doch lieber das alte Ambiente haben. Nehmen wir den halt. So. Boah, die letzte Plattform kommen jetzt gleich nochmal Löwen, hä? Huh? Jawohl, und Gladiatoren. Aber die Löwen sind halt relativ easy wegzukriegen.
Okay, ich hau die ganze Zeit nur stumpf drauf. Was hattest du zu machen? Hihi, ja, Obelix hat wieder Hunger. So. Oh, und ein Lorbeerkranz hat es auch gegeben hier. Sehr schön. Boah, hier hatte ich damals teilweise Schwierigkeiten. Beim Springen. Puh, das ist aber echt knapp bei diesem Feuerchen hier. So. Eisen. Hat's auch. Ja, damit. Gut, wir brauchen am besten ja schon beides. Fangen wir mal an mit dem da hinten. Was auch immer hinten drin ist. Römer sind auf jeden Fall drin, ne? Das, so viel ist sicher. Mal gucken, ob wir davon ein paar von mit der Kanone abschießen können. Oder Obelix macht sie weg. Auch gut. Die Kugeln ja durchfliegen. Und natürlich haben mich die Römer mit alle erwischt. So. Wollen wir nochmal gucken. Hier ist ein Lorbeerkranz drin. Und hier. Hä? Oh, halt. Hier geht's weiter. Oh, what? Wie dunkel es hier ist. Im Retro-Modus ist es nicht so. Aber hier alles dunkel. Alter, das ist aber. Das ist nicht schön. Den mal noch kurz benutzen. So, 24 Römer. Ja, nehmen wir mal lieber den Retro-Modus hier fürs Prügeln. Dieses Hallgeräusch ist ja echt nicht mehr feierlich. Oh, Kombos aktiv. Eine Fockel. Oh, 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 was geht hier so? Hier geht auf jeden Fall dieser Stein. Schieb, Asterix, schieb. Okay, ich muss hier wirklich gedrückt halten. Und schieb. Asterix, schieb. Oh, weiter geht nicht. So, oh.
Hier ist das Feuer. Dann machen wir wieder hier so irgendwie. Oh, interessant mit den Lavaströmen hier. Auch anders. Da ist im Retro-Modus hier so ein paar so Dämpfe und hier nicht. Schade. Psst. Seid bloß leise. Seid bloß leise. Meine Freunde, was ich jetzt sagen werde, könnte mich ins Gefängnis bringen, aber hier in der Nähe ist eine Bibliothek. Cäsar hat darin einen wertvollen Schatz versteckt. Vergesst, was ich euch eben gesagt habe. In dieser Bibliothek gibt es gar nichts zu finden. Vergesst, was ich gesagt habe. Es ist so bescheuert irgendwie. Das könnte mich ins Gefängnis bringen. Ja, dein gesamter Verrat etwa nicht. Ich dachte eben gerade, da oben ist was. Dein gesamter Verrat wird dir nichts kosten, wenn... Naja. Irgendwie habe ich aber trotzdem so das Gefühl, es gibt deutlich weniger Multiplikatoren. Vor allem irgendwie so aus Kisten rauskommen, habe ich die irgendwie noch gar nicht so groß gesehen. Da liegt einer rum. Ich glaube, ich könnte jetzt hier schon deutlich mehr Helme haben. Gut, aber vorher gucke ich mich hier um. Haha. War meine Ahnung doch richtig. Die Ahnung hatte ich jetzt zwar nicht ganz so sehr, aber ich dachte mir, da müsste eigentlich auch noch was sein. Und dann habe ich den Knopf gesehen. Ja, da ist was. halt, stopp, bevor ich da runtergehe. Ja, gut. Bevor ich da runtergehe, springe ich mal da runter. Ja, sammeln wir mal die ganzen Helme jetzt hier so ein, ne? Ich wollte den Multiplikator einsammeln und dann die Helme. Was passiert? Ich rutsche hier runter. So, wo sind denn jetzt hier noch die... Oh, da war ein Goldener. Hat sich doch gelohnt. Ach, wieder schon auf mich schießt. Wo ich noch gar nicht hier bin. Oh ja, hier sind ein Haufen Kisten, da lohnt es sich. Hier ist kein Hallgeräusch, das ist schön. Dann kann man hier den Modus wieder anlassen. So. Ah, hier ist die Stelle, wo wir gerade eben runtergedotzt sind. Schon schön hier, oder? Schön. Ist nicht schön hier. Hier waren wir auch schon. Müsste irgendwo noch ein Knopf fehlen oder so.
Jawohl, da ist er. Gucken, ob das der letzte war. Nee. Hier noch einer. Ach, guck mal, hier hat ein Multiplikator. Okay. Geh mal erstmal hier rüber. Es blinkt schon, ja. Einige Helme da unten drunter. Guten Tag. Na, ja, zeig mir, was du auf Lager hast. Du kannst. Nö. Will ich alles nicht haben. Obwohl es eigentlich ja schon. Deswegen denke ich mir gerade, es würde sich ja schon eine gewisse Art und Weise lohnen, da ein paar Sachen von zu holen. Ich glaube, vielleicht hole ich mir gleich tatsächlich was. Autsch. Okay. Oh, da auf die Fresse. Mitten auf die Fresse. Ah, schön, wenn hier ganz viele so normale Römer rumgammeln. Die sind so schön einfach zu verprügeln. Okay, und ich lasse mich hier gerade auch einfach verprügeln, weil jetzt gerade viele nacheinander schlagen. So. Ah, 11 noch übrig. Okay, ich habe so eine Ahnung, dass jetzt eine Weile nur von diesen kommen. Nein, doch nicht. Doch, das sind die. Oh, ich sehe einen Lorbeerkranz. Ah. Den hat es auch noch. Alle Römer erlegt. So, was aber noch nicht erledigt ist, ist. Ach, guck mal, was wir hier haben. Was wir noch nicht erledigt haben, ist innen. So. Haben wir 11. Guck mal einer an. Es fehlt noch ein Knopf. Nur, wo ist er? Guck mal erstmal hier. Den haben wir gedrückt. Ja, auch gedrückt. Ist auch nur der eine hier. Und zwei gedrückt.
Hier ist nichts, hier ist nichts. Den haben wir getroffen. Oh, hier! Aha, her damit! Ein Stapel Bücher. So, wo geht's denn hier? Ach! Einmal kurz hier rausschwimmen. Merken, dass da nichts ist und mal. Da ist mir gerade ein Flieger in den Mund geflogen. Schau an. Und da haben wir jetzt schon 13. Was einer mehr ist, als ursprünglich vorhanden gewesen sind. Hallöchen. Ach, da drüben ist die Insel, auf die man raufklettern kann. Okay. So, ein paar Helme lasse ich jetzt einfach links liegen. Zerkloppe dafür aber Kisten. Und da ist auch mal ein Multiplikator, das ist ja mal. Irgendwie hier gar nicht so häufig. Hier ist wieder so ein Ding. Nee. Bei aller Liebe. Sag jetzt bloß. Ist da keiner? Ich kann es nicht sehen. Hier liegt auf jeden Fall einer. Ich dachte, der wäre jetzt da in der Mitte drin. Vielleicht ist das eine andere Stelle, oder es ist das halt anders. Who knows? So, da haben wir wieder einen Druiden. Vielleicht. Ja doch, ich mach hier mal ein Päuschen und lass mich aber von denen noch ein bisschen abschießen und mach in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.